Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir, Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam wieder Lego Scooby-Doo spielen. Ich bin schon mittendrin im letzten Level. Ich dachte, ich spiele das Ganze mal bis zu dieser Stelle, wo der Endgegner ist, der Schwarze Ritter. Den habe ich bis heute nicht besiegen können. Ich bin gefühlt schon 20 Mal gestorben. Es ist wirklich knifflig. Ich habe mir jetzt ein bisschen eine andere Taktik überlegt und auch erfahren, dass ich die Lebensenergie doch aufladen kann. Wenn man irgendwie an den Bildschirmrand geht, das werde ich mal ausprobieren gleich. Also wir starten direkt bei dem Schwarzen Ritter. Ich habe übrigens Shaggy gewählt als meinen heutigen Spieler, der kann ein Würstchen werfen und mit diesem Würstchen werde ich jetzt den Schwarzen Ritter kaputt schlagen. Das ist der Plan. Seid dabei. Scooby-Doo verlässt mich natürlich wieder, weil er so ein Angsthase ist. So, jetzt geht er nach oben. Und ich bewege mich jetzt einfach mal erst, wenn die Äxte fliegen. Und jetzt ziehe ich ihm eine über mit der Wurst. Das hat gut geklappt. Oh nein. Ich wurde gerade getroffen. Wie konnte das passieren? Hä? Boah. Der rast hier auf mich zu. Okay, jetzt kommt das wieder mit den Äxten. Meine Lebensenergie hat sich gerade ein bisschen aufgeladen. Ich hoffe, ihr konntet das sehen. Oh, oh. Nein! Oh, ich war so knapp. Ich hätte ihn nur noch einmal treffen müssen. Ah, Mist. Nochmal, nochmal, nochmal. Mein Ehrgeiz ist wieder geweckt. Ich mach den jetzt platt, aber sowas von. Der kann mir gar nichts. So, jetzt geht er wieder nach oben, wirft seine Äxte. Ich bleibe so lange stehen, bewege mich erst, wenn die Axt fliegt. Boah, das war ein bisschen zu knapp. Jetzt stürzen wir ein. Ich verplätte ihm eine mit meinem Würstchen. Meine Lebensenergie hat sich zwischenzeitlich wieder aufgeladen. Jetzt geht er wieder nach oben, wirft seine Äxte. Ich bewege mich, wenn die Axt fliegt. Da muss man nur das richtige Timing haben. Oh Mist, jetzt bin ich nicht gesprungen. Der hört nicht auf. Jetzt kommt wieder seine Äxte. Meine Lebensenergie hat sich wieder aufgeladen. Ich fange mal ganz links an, dann habe ich vielleicht mehr Platz. Oh nein, das war zu knapp. Oh, nicht schon wieder. Oh nein, nein, bitte nicht. Nein! Oh, ich bin hier so am Verzweifeln. Aber ich habe mich schon besser geschlagen als die Male davor. Es geht definitiv weiter für mich. Alle guten Dinge sind drei. Vielleicht schaffe ich das diesmal. Leute, es tut mir leid, dass ihr euch das so häufig angucken müsst. Aber es führt kein Weg dran vorbei. Ich will dieses Spiel hier schaffen. Und ich will den blöden Ritter jetzt mal fertig machen. Das hat gut geklappt. Jetzt noch springen. Das hat wieder nicht geklappt. Ich verstehe das gar nicht. So war der Plan. Und jetzt läuft er wieder auf mich zu. Lebensenergie hat sich wieder aufgeladen. Er geht wieder an die Decke. Äxte fliegen.
Er kommt wieder runter. Ich springe. Zieh ihm eins über. Noch schlage ich mich ganz gut. Uah! Er läuft wieder auf mich zu. Geht jetzt an die Decke und jetzt kommen wieder die Äxte. Oh, das kann ich aber verkraften, denn ich muss ihn nur noch einmal treffen. Ich hab's geschafft! Woo! Das hat mich natürlich mega gefreut. Leute, und das Spiel ist, glaube ich... Spiel? Geht es jetzt weiter? Ist vorbei! Wir haben den schwarzen Ritter entlarvt und das Geheimnis um die Spukinsel gelüftet. Yay! Cool! Oh, das war ein super schwieriger Kampf, Leute. Ich hoffe, ich habe euch damit nicht allzu sehr gelangweilt, sondern ihr wart auch am Mitfiebern und habt mir die Daumen gedrückt, dass ich das hier schaffe. Ich bin echt super happy darüber, dass ich den jetzt mal besiegt habe. Hier seht ihr nochmal die ganzen Endgegner. Den einen habe ich ja auch gar nicht platt machen können. Das war ja der Kürbistyp. Den habe ich einfach mal übersprungen, weil da habe ich überhaupt keine Lösung gefunden, wie ich den besiegen kann. Und das war's. Das Spiel ist damit vorbei. Das heißt, ich kann die einzelnen Level, wenn ich will, natürlich nochmal spielen. Aber wir können hier nichts mehr freischalten. Und Lego Scooby-Doo ist fertig. Wir werden natürlich noch weitere Lego-Spiele spielen. Ich schaue mir mal an, ob ich noch was Tolles finde für euch. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Beglückwünscht mich zu meinem Sieg. Auf gar keinen Fall vergessen. Und wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt, abonniert natürlich auch noch den Kanal. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao!